Und jetzt könnte man sagen, dass dieser Raum, worauf wir nicht bestehen, ja, Raum ist, in dem sich Elektronen bewegen können. Und in welchem Maße sie es tun, das ist ein Thema, was wir jetzt gleich besprechen werden. Und jetzt möchte ich euch erklären, wozu Elektronen überhaupt in der Lage sind, ja? Was Elektronen überhaupt bewirken können und was unsere Gedanken dabei für eine Rolle spielen. Wenn ich euch jetzt zu euch rede, ja, dann wird natürlich mein Muskel bewegt, der zuvor von einer Nervenzelle einen Reiz bekommen hat, welches über ein ATP, ein Aktionspotenzial, gelaufen ist, damit die Nervenzelle kontrahiert, Erregungsleitungen quasi dorthin geführt werden, ein Impuls, ein elektrischer Impuls, und die Nervenzelle dann erreicht und die den Muskel dann kontrahiert. ATP, Nervenzelle, Muskelzelle. Und was kommt vor dem ATP? Ganz wichtig, ihr müsst verstehen, dass verschiedene Proteine dafür zuständig sind, Membranen zu öffnen, damit bestimmte Ionen, Natrium, Kalium, kennt ihr vielleicht schon, das sind Antagonisten, die bei der Nervenerregungsweiterleitung eine sehr wichtige Rolle spielen, die Membranen öffnen. Und Membranen bestehen aus Molekülen und Moleküle bestehen aus Atomen. Und Atome bestehen wieder aus Elektronen. So weit sind wir jetzt wieder. So schließen wir jetzt wieder ein wenig den Kreis, wie ihr merkt. Und jetzt müsst ihr verstehen, wenn ich hier rede, dann mache ich nichts anderes, als Proteine anzuregen, bestimmte Dinge zu tun. Denn mein Gedanke sagt jetzt gerade, dass ich den Mund bewegen soll. Okay? Genauer. Damit bestimmte Proteine sich verändern und damit auch bestimmte Dinge im Körper verändern können, müssen sie Bindungen, also Moleküle bestehen aus Atomen, aus mehreren Atomen. Ein Molekül ist immer aufgebaut aus mehreren Atomen. Und wenn ein Atom Bindungen eingibt in einem anderen Atom, bildet es ein Molekül. Und das Molekül hat eine bestimmte Funktion im Körper. Denn viele Moleküle sind aufgebaut zu einem Protein zum Beispiel. Und Proteine sind Enzyme in unserem Körper. Daraus bestehen sie. Und wenn ein bestimmtes Protein etwas tun soll in unserem Körper, dann müssen bestimmte Bindungen verändert werden, damit es etwas tut. Denn es hat zuvor eine Funktion, damit die verändert werden kann, damit das Enzym etwas tut, müssen bestimmte Bindungen gebrochen werden und neue geknüpft werden, dass es jetzt eine Funktion einnimmt. Und die Bindungen zwischen Molekülen bestehen aus Elektronen. Elektronen kennen wir noch vom Kern, die den Proton umgeben. Elektronen, Bindungselektronen nennt man das auch zwischen einer Bindung. Und jene sind dafür zuständig, dass diese hält. Ja, deshalb spricht man von Bindungselektronen. Das heißt jetzt theoretisch, dass wir die Elektronen dazu anregen können, bestimmte Bindungen einzugehen. Diese Bindungen verändern Moleküle in ihrer Aktivität. Diese ändern eine bestimmte Membrane. Die öffnet sich, Natrium strömt ein Aktionspotenzial wird weitergeleitet an die Nervenzelle. Die Nervenzelle kontrolliert den Muskel. Der Muskel besteht aus Materie. Materie unterliegt der Schwerkraft. Habe ich euch ganz zu Anfang erklärt. Das heißt, wir können mit unserem Gedanken Materie beeinflussen. Okay, das müsst ihr jetzt kurz mal verarbeiten. Das heißt, Gefühle steuern unseren Willen. Und unser Wille steuert quasi die Materie, indem es die Elektronen, die einen Spin haben, die drehen sich immer um den Kern, um das Proton. Ein Spin nennt man das, oder auch ein Rotationsmoment. Genau diese Eigenschaft kann ich mit dem Bewusstsein verändern. Wozu dienen jetzt diese Schwingungen, von denen ich euch erzählt habe, die wir ja sozusagen anregen können, bestimmte Dinge zu tun, wie auch in unserem Körper? Schwingungen sind dafür da, um bestimmte Informationen in diesem leeren Vakuum, was ich euch gerade gesagt habe, denn die Dinge passieren ja in diesem Vakuum, in diesem leeren Vakuum, zu katalysieren, zu tun zu lassen. Dort geschieht etwas und das steuern wir mit unserem Gedanken in diesem Vakuum. Und damit ist das Vakuum ein Informationsträger. Dafür sind die Schwingungen gut, die wir anregen können mit unseren Gedanken, indem es Bindungsbrücken zu bestimmten
Massenmaterien aufbauen. Und natürlich, damit wir auf der Erde bleiben. Denn jede Masse, jedes Teilchen unterliegt der Schwerkraft. Und so auch die Elektron. Das heißt, alles, was vorher passiert ist, in unseren Gedanken und so weiter, wenn etwas noch nicht exakt passiert ist, wie die Muskelbewegung, ist das virtuell. Wenn letztendlich etwas dann passiert, zum Beispiel die Muskelbewegung, ich spreche, ich hebe etwas, dann ist es messbar und erst dann entsteht Realität. Das heißt, erst wenn Kräfte zwischen Massen messbar sind und entstehen, vorher, nachher, ein Gegenstand wurde gehoben, zwischen den und den, von der und der Masse zum Beispiel, die und die Höhe, das ist messbar, das hat bestimmte Koordinaten. Und dann ist dann erstmal Realität. Oder aus was ein Gegenstand quasi aufgebaut ist. Ja? Wenn die Bindungen zwischen den Molekülen, zwischen den Atomen, haben eine bestimmte Stärke. Wenn wir sie zum Beispiel auseinanderreißen würden. Und das ist messbar. Ja? Und das ist eine Elektronenbindung wieder, die erschaffen worden ist, wie zum Beispiel durch unsere Gedanken, die natürlich auch messbar ist, wie stark sie ist. Da entsteht Realität. Weiterhin entsteht auch an dieser Stelle erstmal Zeit. Denn wie lange überhaupt so eine Bindung besteht bleibt. Alles auf der Welt hat eine Halbwertszeit. Ja? Und daran ist Zeit überhaupt erstmal gemessen. Nachdem Bindungen entstanden sind zwischen bestimmten Atomen. Und wie lange diese Bindung entsteht, bestehen bleibt. Das ist erstmal die Zeit, die überhaupt dadurch entsteht. Zeit ist auf jeden Fall etwas, wenn etwas anders ist als vorher, erst dann kann man es messen. Zum Beispiel, wenn ihr geboren seid, eure Lebenszeit. Ja? Es ist so, dass, wie ich euch gesagt habe, Atome, Moleküle, Proteine, eure Organe, Organismus. Das heißt, aus den Elektronen, aus dem Nichts, aus dem Vakuum, aus der Elektronenaktivität ist erstmal die Proteinaktivität und so weiter entstanden und daraus ist Leben entstanden. Und weil das Leben jetzt zu einer bestimmten Zeit existiert, beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, ich würde das Wort Zeit nicht benutzen, zu einem Punkt, weil bis dahin Zeit ja noch nicht existiert, zu einem bestimmten Punkt, bis zu einem anderen Punkt, und das ist euer Lebensende zum Beispiel, kann man jenes als Zeit deklarieren. Jenes ist aber ins Leben gerufen worden durch die Elektronenaktivität und erst dadurch kam der Punkt am Anfang zustande, der letztendlich den Endpunkt auch definiert, euer Lebensende. Und das kann man jenes, die Zwischenraum quasi, kann man als Zeit erstmal deklarieren. Das heißt, kann man sagen, dass Zeit im Nichts, aus dem Nichts entsteht, aus den Gedanken quasi, im Vakuum entsteht. Erst dann entsteht Zeit. Damit sind alle Elektronen Realitätsgeneratoren, die wir selbst steuern können. Denn Atome sind, wie ich es gesagt habe, aufgebaut, also es geht immer weiter, Atome, Moleküle. Moleküle sind aufgebaut aus bestimmten, also ne, anders, Proteine und so weiter sind aufgebaut aus Molekülen, Enzymen sind Proteine, ja, Knochen und daraus entstehen irgendwann Organe, Organismen und die Welt besteht aus Organismen, also wir leben auf der Welt. Und wir sind ein Teil des Universums. Und jetzt versteht ihr, wie alles mit allem zusammenhängt. Und jetzt möchte ich den Kreis einmal schließen. Wenn ich euch zu Anfang erklärt habe, dass man die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons nicht bestimmen kann, oder wenn man sie bestimmt, dann weiß man nicht die Richtung, in welche sich das Elektron gerade befindet. Deshalb, man kann nicht sagen, genau, dass wenn wir die Richtung wissen wollen eines Elektrons, dann können wir nie sagen, dass ein Elektron, was sich gerade in meinem Körper auch befindet, aus Atomen, aus denen ich bestehe, kann ich nie ausschließen, dass es nicht auch gleichzeitig jetzt in Australien ist, das Elektron. Und wenn ich mit meinen Gedanken Elektronen steuern kann, die sich ja an meinem Körper befinden, die aber nicht unbedingt bei mir sein müssen, denn ihr kennt diesen großes Vakuum, was ich euch erzählt habe, aus dem wir bestehen. Das ist der Bewegungsspielraum von Elektronen. Diese unfassbare Informationsleere, an die sich Elektronen quasi bewegen können. Und die ist so unfassbar groß, was ich euch gerade damit gesagt habe,
dass wir ein Teil des Universums sind. Und das heißt, ich kann Dinge steuern mit Schwingungen, mit Elektronenschwingungen, mit der Rotation, mit dem Spinnen der Elektronen, die nicht unbedingt nur zu mir gehören. Das heißt, ich bin ein Teil des Universums und ich gebe eine bestimmte Information mit meinem Gedanken, mit meinem Willen weiter. Denn ich steuere Elektronen und Elektronen beeinflussen andere Elektronen. Denn sie gehen Bindungen zum Beispiel ein, wie zum Beispiel bei den Enzymen, habe ich euch gerade erklärt habe, wo Bindungen gebrochen werden, damit das Enzym erst eine Aktivität hat. Und was das heißt, dass ich mit dieser Informationslenkung meiner Gedanken quasi eine Information ins Universum hineingebe und dass jene andere Elektronen beeinflussen, wie ich euch gerade erklärt habe, und jene wieder andere, und das ergibt irgendwann ein Muster. Das heißt, jede Information, jeder Gedanke gibt ein Muster, eine Information ans Universum ab und jene gibt ja wieder eine andere sozusagen zurück. Denn was aus diesem einen kleinen Impuls, der am Anfang entstanden ist, dann später wird, das weiß man nicht. Und ich glaube, dass wir etwas mit unseren Gedanken für unsere spätere Welt ja mitgeben können, weil unsere Gedanken gehen niemals verloren. Was ich euch gesagt habe, Energien können nicht vernichtet werden, sie können nur in eine andere Zustandsform umgewandelt werden. Das heißt, meine Energie, die ich quasi dazu aufgewandelt habe, die Energie, die kinetische Energie der Elektronen, die Schwingungen, geht niemals verloren. Das heißt, diese Information, die ich eingegeben habe ins Universum, geht niemals verloren und hat Auswirkungen auf für immer, für unsere nachfolgenden Generationen auch. Ja, ich beende mal hier das Thema, was das alles mit Wasser zu tun hat. Das werde ich dann später erfahren, aber ihr könnt euch denken, dass bestimmte Schwingungen auch im Wasser existieren. Und dazu wurden auch bestimmte Experimente gemacht, wie Wasser seine Form ändern kann nur durch Schwingungen. Und wie wichtig es ist, da, welches Wasser man vielleicht dann auch wählt, um die Schwingungen vielleicht besser zuzulassen. So, lasst das erstmal sacken. Vielleicht guckt das Video auch nochmal, damit ihr das wirklich versteht, wie Realität eigentlich erst passiert. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen schönen Einblick geben, etwas Erweiterung eurer Sinne einfach mal anregen, mit anderen Dingen konfrontiert werden, wie spannend die Welt doch eigentlich ist, das, was alles so passiert, woraus das hier alles so besteht. Und dass ihr das jetzt einfach mit anderen Augen seht und vor allen Dingen auch eure Gedanken einfach schärft, weil die haben viel mehr Output, als ihr eigentlich denkt, und ihr habt viel mehr Verantwortung, als ihr eigentlich glaubt. Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt... In the sense then of this, you can understand the saying, in the beginning was the Word. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Because you don't get things until you start naming.